Du und sie. Kein leeres Sie, ein innig Du hat sich versprechend sie gesprochen, da ließ des Glücks Gewalt im Nu mein lodernd Herz vernehmlich pochen. Ihr Zauber band und bindet mich, ihr schönes Antlitz ist berückend. Ich sag zu ihr, sie sind entzückend, und denke still, dich liebe ich. Ich liebte sie. Ich liebte sie. Vielleicht ist dieses Feuer in meinem Herzen noch nicht ganz verglüht, doch ihre Ruh ist mir vor allem teuer. Durch nichts betrüben will ich ihr Gemüt. Ich liebte sie stumm, hoffnungslos und schmerzlich, mit aller Qual, die solche Liebe gibt. Ich liebte sie so wahrhaft und so herzlich. Geb Gott, dass sie ein anderer Jesu liebt. Ich liebte sie. Ich liebte sie. Mag sein, dass dieses Lieben in meinem Herzen noch ein wenig glimmt. Doch soll sie das fortan nicht mehr betrüben. Ich will nicht, dass sie etwas traurig stimmt. Ich liebte sie, hoffnungs- und wortlos bin ich voll Eifersucht gewesen und zu zag. Ich liebte sie so aufrichtig, so innig wie sie, geb's Gott, ein anderer lieben mag. Kein leeres Sie, ein innig Du hat sich versprechend sie gesprochen. Das kann passieren, wenn das lebendige Gespräch die Fassaden der höflichen Distanz zum Bröckeln bringt, allerdings nicht in allen Sprachen. Im Englischen muss man sich zur Übersetzung mit thou und you behelfen, was so gar nicht nach dem Versehen einer schönen, aber auch lebhaften Gesprächspartnerin klingt. Ich sag zu ihr, sie sind entzückend, und denke still, dich liebe ich. Warum denkt er es nur und sagt es nicht? Wahrscheinlich wären da unter den für den Sprecher gegebenen Umständen hunderte von Hindernissen zu überwinden, ehe man überhaupt ein solches Bekenntnis wagen darf. Möglicherweise ist sie ganz unerreichbar, so wie jene Caroline Sobanskaja, auf die sich das Gedicht »Ich liebte sie« bezieht. Dieses berühmte »Ihr was, Ljubil?« beschert jetzt dem deutschen Übersetzer Probleme. In der Nachdichtung von Friedrich von Bodenstedt kann man den Unterschied zwischen der dritten Person Singular Sie und der höflichen Anrede Sie nicht hörbar machen. Außerdem klingt seine Version deutlich tragischer als von Puschkin gemeint. Der Sprecher ist nämlich ganz aufrichtig in dem, was er sagt. Durch nichts betrüben will ich ihr Gemüt. Oder anders übersetzt, ich will nicht, dass sie etwas traurig stimmt. Und deshalb gibt er seinem Bekenntnis auch einen so leichten Ton, dass es eben nicht nach bitterem Abschied klingt, der ihr Gemüt wahrscheinlich doch betrübt hätte. Rolf Dietrich Keil gelingt tatsächlich das Kunststück, diesen Ton auszudrücken, indem er weniger wuchtige Worte wählt als Friedrich von Bodenstedt, bei dem man sich an heinische Rachelyrik erinnert fühlt. Ich liebte sie so aufrichtig, so innig, wie sie, geb's Gott, ein anderer lieben mag. Das klingt in seiner Beiläufigkeit nach einem ehrlichen Wunsch und nicht nach einer finsteren Prophezeiung des Gegenteils, wie »Geb Gott, dass sie ein anderer Jesu liebt«. Aber in seiner Bitterkeit ist Bodenstedts Version auf jeden Fall ein eindrucksvolles Gedicht, vielleicht nicht die treffendere, aber die magischere Version.